Die Kunst sollte allen gehören. Das heißt, allen, die ein Interesse daran haben, Kunst wahrzunehmen, an Kunst teilzuhaben. Kunst ist ein Prozess, ist kein Objekt. Insofern muss eben eine körperliche Anwesenheit da sein. Kunst ist nichts für Massen, sondern Kunst bedingt, dass man sich körperlich einer Situation aussetzt, in der Kunst stattfindet. Die Vermittlung, wie sie auch beispielsweise Wikipedia und Wikicommons und Wikimedien vermitteln, bedeutet, ein Interesse an Kunst zu wecken, dass man in diesen Prozess einsteigt. Der Prozess der Kunst selbst ist nur in eigener Anwesenheit zu erfahren. De facto gehört aber natürlich dazu, wenn die Kunst gehört, heißt, ich muss überhaupt erst wissen, dass es diese Kunst gibt, dass sie mich interessiert und dass ich mich dann dahin bewegen kann an einen Ort, das kann ein Museum sein, eine Ausstellung, etwas anderes, dass ich an diesem Ort dann tatsächlich an der Kunst teilhabe.